Und hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Master Break 37 Let's Play XCOM Enemy Unknown. Ganz viel Gelaber und wir dürfen jetzt lesen. So wie immer eben. Auch wenn wir Tag für Tag unser Verständnis der erbeuteten außerirdischen Plasmawaffen verbessern, ist die Adaption dieser Technologie nur ein Aspekt bei der Waffenentwicklung. Wir müssen auch sicherstellen, dass die Bewaffnung zu der gewohnten Körperhaltung der Schützen passt. Wenn eine Waffe nicht der menschlichen Ergonomie entspricht, werden die Soldaten sie auch nicht effektiv einsetzen können. Es stellt sich auch heraus, dass sich durch die Leichtbauweise die Treffgenauigkeit verbessert hat. Wir können dieses leichte Plasma jetzt nicht nur herstellen, sondern auch erbeutete Exemplare für unsere Soldaten ummodellen. Wir können jetzt nicht nur ein leichtes Plasma bauen, sondern auch hier ist am besten, dass unsere Soldaten vom Schlachter erbeutet. Leichtes Plasma zur Herstellung verfügbar. So. Kaserne, Soldatenanzeigen, da Unterstützung, die Waffen, oh, sogar 4 Stück haben wir schon davon. Hm, 85 plus 10, das ist cool. Aber was macht die für einen Schaden? So, Warnschaden 5, kritischer Schaden 10%, kritischer Schaden 7. So. Warnschaden 5, ja, ist genau das gleiche. Lust, dass ich da besser zielen kann. Gehen wir ihm erstmal in andere Fortsweste. Vielleicht sogar einen Scope. Mal sehen. Verwundet. Naja, müssen wir noch alles machen dann später beim Einsatz. Da, wir haben 0 Credits sozusagen, also können wir auch nichts bauen, oder? Ja. Obwohl, wachs mal. Hangar. Nein, was mache ich da? Ich sollte eigentlich auch bald mal mehr Schiffe kaufen. Suche den Schwarzmarkt. Sektorenleichen, können wir 2 verticken. Können wir so viel ticken? Na. Sonst gibt's nichts. Jetzt können wir uns bei der Technik abteilen. Eine leichtes Plasmagewehr kostet 119. Kostet mir 190. Ja, Skelettanzug. Oh, wir haben gleich noch keine neuere Dings ausgebucht, oder? Stellen ein, abteilen so. War schon. Ja, aber vergessen. Lol. Funktionsgewehr. Alles langsam. Plasmakanone. Machen wir die Plasmakanone, die schnell. Schauplätze anzeigen. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Na scheiße, Russland. Ja, Geld. Russland, wir kommen. Na Gott. Sag's mal. Sag mir nicht, dass Captain Daniels. Nein, Captain Daniels ist krank. Mal schauen. Im Einsatz. Hashimoto ist auch im Einsatz. Nein. Wir haben eine Unterstützung, einen Sturm. Sniperin, 2 Heavys, das uns fehlt. Was, wen holen wir uns denn dann? Ich brauch sicher, ja, der Sturm. Sniperin.
Wollen wir uns wieder einen Sniper haben. Außer... Ich glaube, ich hole mir einen Stürmer dann. Fernen, Stürmer. Wie viele Stürmer habe ich denn noch so zur Verfügung? Stopp, stopp. Nein, nur noch einen. Also kommt der Boomer mit. Streulaser. Scope. Mit einem zusätzlichen Kletterhaken wird es unseren Soldaten leichter fallen, an höhere Positionen zu gelangen. Auf und davon. Spider-Man. 8 plus 3 Verteidigung plus 10, 8 plus 4 Verteidigung plus 0. Naja, was soll ein Stürmer auf dem Dach? Unterstützung. Ja, da gehen wir wohl lieber ihm. Bewaffnung. Scope. Dann machen wir aus ihm den Sniper-Typen. Kann ich hier irgendeine besondere Rüstung geben? Nein. Stürmer noch mal kurz zur Farbe. Anders von ihm. Na. Ich nehme aber ein Gelb, glaube ich. Der, diese Farbe. Na, wir müssen einem eine Medikit geben. Nächstes Medikit. Dann wäre es das, glaube ich, auch schon wieder. Ja. Dann wollen wir einen Einsatz schaffen. Wir landen. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Ich glaube, das heißt so viel wie neue Stadt. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Kann bis dahin rennen, ist cool. Okay, aber stellen wir erstmal Mr. Zhang dein Auto hin. Mr. Zhang sieht nichts. Was siehst du hinter in dem Fenster? Aufgepasst! Der Feind rollt an! Mutons. Das Ziel steht noch. Das sehe ich auch. 84%, 55%, 55%. 64%, wenn ich. Ahaha. Ach komm schon. Ah, das ist nicht gut. Super, es steht direkt vor dem Teil und sieht nichts. Thompson, der Boomer, er hat Sturmschuss zur Verfügung, aber was nein, nicht. Machen wir mal Sturmschuss. Gib Gas! ...62, ja Mann! Voll in die Fresse rein. Falsche Modo!
Er hat auch Sturm und Schuss. Das bringt mir aber nichts, wenn ich den Sturm und Schuss mache. Renn dahin. Es geht los. Da, wie die auf den Boden gekrochen sind. Prozent. Voll daneben. Ich justiere Visier. Solltest du. Los, mach ein bisschen Schaden. Ach komm schon. Justiere Visier. Die hatten wohl heute Pech zum Frühstück. Mir geht's gut. Gut so. Nein. Ach komm schon, du dreckige Sau, du. Dann erstmal den 85er. Den erwischt sie wohl eher. Weg ist er. Zeng. 51, 30, 60, 30, 60. Wer ist 60? Er ist 60. Nö. 37, 49, 43. Ja, 49 ist es wohl. Stirb! Stirb! Leck mich. Ziel verfehlt. Wenn jetzt aber einer von denen das Ziel verfehlt, dann wäre ich aber echt wütend. 9%, 70%, 55%. 85%, lol. Also den trifft aber hier nicht. 95%, 100%, 66%. So, 100% ist erstmal weg. Ciao. Hab ihn weggefegt. Gut so. Die 60% kriegst du hin. Bestätigt. Okay, das ist gut. Ist gut. Ach, er kann ja zweimal schießen. 30, 30. Ich wette mal auf 3. Ja, der steht schlecht. Der steht doch schon besser. Und trotzdem daneben. Keine Kugel mehr. Zielvorrichtung. 70 und 55. Ja, 70 muss weg. Weg mit dir. Ach, kommt schon. Der Typ kann ja nix. Noch. 21%, das ist gar nichts. Prozent, das muss doch jetzt irgendwas ergeben. Absehen. Geht doch. Sie treten den Rückzug an. Genau so, verpiss dich. Okay. Wie geht's gut? Schöner Rückzug. Muss man schon sagen. Die X-Rays haben mich. Sie flankieren meine Position. Warte, ich werde jetzt dann gleich heilen müssen. Hey, unsere Sniperin kann schießen. Weg mit davon.
95%. Du bist tot, Alter. Tot. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Mach das. Er muss nachladen. Aber er nachladet in der Nähe von Sicherheit, ja. Fuck, Vega muss auch geheilt werden. Warte, der Typ muss ja gar nicht geheilt werden. Scheiß. Gehst du hier hin? Stoß dich erstmal. Ja, nach. Lade nach! Moron, fast lane. Kann ich stummen Schuss machen? Nein, jetzt ist im Medi. Ja, würde ich mal sagen, er halt den ersten. Es ist nichts gebrochen. Du bist okay. Gar 50% Trefferchance. Das Auto brennt dafür aber. Negativ, kann ich angreifen. So, der ist leer geschossen. Der aber nicht. Du stehst scheiße, was? Na egal, komm zurück. Du musst ja sowieso gleich heilen. Weg mit ihm, das kriegst du hin nicht. Hab ich schon gedacht. Viel steht noch. Egal, Thompson. Du hast noch Leben. Da stehst du gut. Na, ja, ich glaube kaum, dass er da irgendwas machen kann. Halt schon gedacht. Justiere Zielvorrichtung. Komm schon, Auto, explodier. Wieso braucht das denn so lange? Jo, Schweber. Habe ich den nicht gerade eben erst... Nein, den habe ich nicht geheilt. Er hat jemanden gerade geheilt gehabt. Dummes Viech. Hättest dich bewegen sollen. Wärst du nicht gestorben. Weg mit der Sau. Hab ihn weggefegt. Schweberplasma-Gewehr, das ist bitte. Okay, die Schweber muss ich mir holen. Die haben die Plasma-Gewehre. Und du hast auch das Betäubungsgewehr. Ja. Erstmal bis dahin vor. Der braucht sowieso keine Schusswaffe eigentlich. Dann Thompson, der Boomer. Rückt auch bis hier vor. Jemanden zum Ablenken sozusagen. Hashimoto geht mal heilen. Das wird wehtun. Wieso sagen die mir das jetzt weh? Ich meine, das ist bloß ein bisschen wie Blumen gießen und so. Das ist halt. Das ist, glaube ich, mit, sowas von 100% nichts mit wehtun, aber. Das ist halt ein bisschen sinnlos. Sagen, das wird wehtun. Na! Ich habe auch auf unten heilen gedrückt. So ein Scheiß. Sie wollen sich zurückziehen! Schieß! Das ist gut, dass er geschossen hat, auch wenn er 9 kritisch gemacht hat. Das ist scheiße. Okay, du rennst vor und heilst den. Er braucht erstmal mehr Heilung. Ganz ruhig, Soldat. Feinde gesichtet. Packt noch mehr Schweber. So scheiße.
Jetzt müssen wir echt auf Glück setzen. Stimmt, positionieren wir ihn dahin. Sozusagen als Ablenkung für die anderen. Okay, los Richtung 2 Schaden an. Sind ja alle ein bisschen scheiße. Ah, Deckung. Okay, dann rennt sie mal bis hierhin vor. Vielleicht kann sie dann später jemanden anderen sehen, auf den sie schießen kann. Dann Zeng. Guck mal bis dahin vor. Vielleicht siehst du jemanden. Nein, du siehst nur einen anderen. Ja. 70% los. Ja, zurück zu hören, ja. Haha! Ziel benommen. Kanone leer. Der Puls. Stellen wir ihn dahin, wir müssen Ablenkungen hinstellen. Damit sie nicht alle auf ihn schießen. Oh, perfekt, sie haben nichts getan. Das ist super. Stellen wir ihn hier hinter der Stühle. Zumindest etwas Deckung. Ah ja, leer geschossen. Genau. Alles wieder im grünen Bereich. Thompson. Ups. Er kann noch feiern, das ist gut. Dann Sturm und Schuss. Laufen und ballern! Da wird er den anderen sehen können, das ist gut. Ja, das geht jetzt sogar beide. 96% und 20%. Weg mit ihm! Getroffen! Und du willst jetzt Musik hören. Ich brauche Munition. Kann er sich selber heilen? Ja, Wunde heilen. Und er heilt dann sich selber. Ah, er kann nicht mal heilen. Das sollten jetzt aber auch die letzten Leute sein da. Die letzten Mistviecher. Der hier, Commander, ist erledigt. Die Operation war ein Erfolg. Kabam! Ich habe ein Plasmagewehr erbeutet. Aktiv. Es besteht die Gefahr, dass hier dieses Land als Rat zu trainieren. Fuck! Kanada! Wieso? Oh, fuck man. Okay. Ihm geben wir 2 Raketen. Raketen sind doch eine gute Sache. Hashimoto! Na komm, Spezialist, vor deinen Reflexschuss auf jeden Gegner, der sich auf 4 Felder nähert, Feldposten wird nicht benötigt. Lass die kaum für kritischen Treffer noch Einbruchschaden hinzu, ja. Na komm, Spezialist. Stell ihn. Die hatten doch ein Plasmagewehr. Kein leichtes Plasmagewehr. Für den Arsch. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Lagerzentrum. Okay, Kanada ist echt scheiße gerade. Brauchen wir zu lichten?
Spaß, Mark. Sollte so passen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ja, aber ich brauche ein Dingens, oder? Ich habe schon ein Satellit. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Einrichtung bauen. Ich schau mal kurz. Satelliten Nexus. Wäre geil. Kontrollraum 150. Und ich 5 Energie. Ja. Nexus 8 Energie. 300. Oh Mann, Mann. Also ich schaue, dass ich einen Satelliten Nexus hinbekomme. Der Ratsbericht sollte ja bald kommen. Eigentlich das zu zeigen. Ja, in 6 Tagen also. Ja, steht's gut. Dann danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.